Moin Bürger, willkommen zurück beim LWTL. Wir haben heute den Plan, noch einen Wizard zu killen, weil wir wollen ja 6 Beacons haben irgendwann. Das wird ziemlich hart. Und an dieser Stelle mal eine kurze Erklärung. Und zwar sollte dieses Video eigentlich das Video werden, wo ich die Golem-Farm bastle. Habe ich auch schön aufgenommen, allerdings hat es so sehr gerauscht, das wollte ich eigentlich nie hochladen. Also das will ich nie hochladen. Das ist wie das Video vorher. Ich habe den Fehler jetzt auch gefunden. Dann mache ich das einfach nochmal ordentlich, kann ich ja alle Maschinen mal zeigen, die wir bis jetzt gebastelt haben, beziehungsweise farmen. Und den Wizard-Kampf musste ich aber bringen. Der muss einfach mit dabei sein. Der war einfach gut. Und ja, ich habe auch Raketen gebastelt in dem Video. Allerdings war das total blöd erklärt. Deswegen mache ich das jetzt auch nochmal gleich ohne Rauschen. Und dann geht der Wizard-Kampf los. Zwar ein bisschen Farbstoff schnappen habe ich schon. Dann gehen wir rüber. Habe ich ja extra Häuschen gemacht zum Raketen bauen. Wo alle Zutaten alles da ist. Schön übersichtlich. Und zwar Schießpulver, das Wichtigste. Braucht man, nehmen wir einfach mal Papier, auch ganz wichtig. Und dann könnte man jetzt aus Papier und Schießpulver schon eine Rakete bauen. Die wäre aber leer. Da passiert nichts, die pfeift einfach nur hoch. Da kann man die Flugdauer bestimmen, 1 bis 3 Schießpulver. Die leeren Raketen sind aber gut, da gibt er jetzt den Elytren. Und wenn man die leeren Raketen abfeuert, während man fliegt, gewinnt man wieder an Höhe bzw. Geschwindigkeit. Da braucht man ja dann keine Effekte drauf. Wenn man aber Effekte will, muss man erstmal einen Feuerwerksstern basteln. Dazu nimmt man Schießpulver. Und dann kann man sich aussuchen, gibt es die Zusatzeffekte, entweder, muss man aber auch nicht nehmen, entweder einen Diamanten, dann gibt es einen Schweif oder den Glowstone-Staub, dann gibt es einen Funkel, dem Feuerwerk. Und Grundzutaten sind die Formeffekte. Kann man entweder die Feuerladung, wird die Explosion größer, die Feder, gibt es noch einen Explosionsknall, den Goldklumpen, dann explodiert es in der Sternform oder den irgendein Kopf, was im Survival ja eigentlich nur der Wizard-Skelettschädel ist. Und dann explodiert das Feuerwerk in Form von dem Creeper-Gesicht, egal welchen Kopf man nehmen würde. Man kommt ja aber im Survival nur an den Wizard-Skelettschädel, glaube ich, oder? Zumindest am häufigsten. So, und das können wir ja mal machen. Nehmen wir den Diamanten, da wird es groß. Und dann den, da wird es sternförmig. Und dann einfach einmal Schießpulver, eine Farbe raussuchen, einen Zusatzeffekt und einen Formeffekt nehmen wir natürlich hier den Goldklumpen. Dann haben wir sternförmig mit Schweif, grün, eine Explosion. Und die können wir dann noch faden, das heißt auf den Stern dann noch eine Farbe und dann wird Übergang zu rosa und fadet das so aus. Ist auch sehr nice. Und dann macht man es einfach genau so, als würde man eine Rakete basteln. Papier in die Mitte, Schießpulver 1 bis 3. Für die Geschwindigkeit, für die Flughöhe und dann den Feuerwerksstand dazu, könnte man jetzt auch insgesamt 5 Stück dazu. Und dann hat man eine Rakete, Flugdauer 3, mit diesen Eigenschaften von dem Feuerwerksstern. Ich habe schon ein paar Raketen gebastelt und eine ganz kleine, stümperhafte Abschussanlage, aber reicht völlig zu, damit die Raketen automatisch abgefeuert werden. Und zwar habe ich die hier oben auf den Turm gebastelt. Das ist einfach eine Lore, die hin und her fährt. Und immer wenn sie fährt, gibt es ein Signal. Und dann wird immer eine Rakete abgeschossen. Und dann kann man hier die Kisten vollpacken mit Raketen und schon hat man ein schönes dauerndes Feuerwerk. Ach ja, und ich wollte das mit den Raketen eigentlich schon zu Silvester machen, aber das habe ich zeitmäßig einfach nicht geschafft. Nochmal sorry dafür. Aber jetzt erstmal zurück zum Wizard-Kampf.
Na los, versuchen wir unser Bestes. Ich zeig dir mal, wo ich dachte, wo wir lang gehen. Und zwar, ich dachte hier mal runter, ganz vorsichtig. Diese Beacons sind nämlich jetzt eingestellt auf Stärke und Resistenz 2 und Regeneration. Deswegen stehen wir jetzt ein bisschen besser da gegen den Wither. Das letzte Mal war das nämlich echt schreckliches Drama. Wir sind zwei, dreimal gestorben, ich weiß es gar nicht mehr. Der ist echt hart. Und ich hoffe halt nur, dass der sich nicht so weit freispringt, dass der unser Beacon kaputt macht. Aber ich hätte halt gern den Effekt noch. Na dann versuchen wir unser Glück, oder? Also wenn du kurz wartest. Natürlich warte ich. Ich bin ja gespannt. Wir essen, trinken jetzt gleich. Na, den 8-Minuten-Trank kann man gleich trinken, ja. Und dann erst den Wurftrank, dann den Apfel. Hui. Bist du bereit? Ja. Dann los. Und? Es geht. Ja, und jetzt Milch trinken. Ah. Und kleinen Hapfen essen. Ah. Hui. Wer hat einen Netherstern? Du, oder? Oh, mein Herz. Aber cool, nie gestorben. Oh, das war ein guter Kampf. Mag mein auch Herz am Beacon liegen. Aber nice. Okay, schön, dann können wir das nächste Beacon aufbauen. Willst du mal den Netherstern basteln? Wie geht das? Drei Obsidian unten hin, dann den Netherstern in die Mitte und obenrum Glas. Kannst mal rausgehen, ich mache jetzt Feuerwerk zur Feier an. Das wird Wizard gelegt. Zack, Lore hin. Schalter an und dann flitze ich hoch. Siehst du? Wo bist du denn? Auf dem Turm oben kommt's Feuerwerk raus. Achso. Achtung. Schön. Yeah. Nice. Das waren jetzt 9 Raketen. So einfach ist es. Zack. Heiß. Und jetzt ist es soweit. Wir können den dritten setzen. Mach mal dahin. Ja. Jetzt kannst du dir noch eine Glasfarbe raussuchen. Ach, für die Uni? Rosa. Na dann. Okay. Sie tut es wirklich. Rosa. Oh, cool. Geil. Jetzt stelle ich ihn mal ein. Ich würde erstmal Schnelligkeit, oder? Ja, dann eben Schnelligkeit. Flitzenfetzt. Ach komm, der rosa Biegen ist geil. Schweinchen, das ist cool. Ja, du weißt, das Schweinchen Rosa hat wirklich was. Ja, ne? Nice. Ach, schön. Ja, das war mal
echt ein kurzer, knackiger, sehr guter Whistle-Kampf. Schönes Ding. Ja. Jetzt brauchen wir bloß noch drei Stück. Drei Whistle. Killen. Dann haben wir sechs Beacons und dann haben wir alle Effekte, die gehen. Nice. Okay. Alles klar. Dann sag ich mal, bis denn und ciao. Ciao.